Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Haben Sie schon mal von einer Nullpunkterfahrung gehört? Was das genau ist und was es auch mit der Rückerinnerung zu tun hat und vielleicht auch die Auflösung vom Ego, das erfahren wir gleich von unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Karl. Schön, dass du wieder da Hallo, bist. Hallo, Carina. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Du hast ja wirklich, bist auf der ganzen Welt gewesen, auch Hawaii und Indien, und hast da einige Erfahrungen gemacht und gut durch die Midlife-Crisis gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, Nullpunkterfahrung. Da bin ich jetzt natürlich gespannt, was ist die Nullpunkterfahrung? Ja, also danke für diese Frage. Mhm. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil man hier in einem Zustand ist, wo man so anders ist, dass oft Worte nicht ausreichen. Mhm. Und ich werde das halt versuchen, so ein bisschen klarer zu machen. Manchmal passiert das automatisch. Manche Menschen, die das erlebt haben, erinnern sich daran, dass sie das aus der frühesten Kindheit schon kennen, mhm, und dann das wieder vergessen ist. Aber das ist etwas so Profundes und so Fantastisches, wenn man so etwas einmal erlebt hat, das vergisst man sein ganzes Leben nicht mehr. Das ist so bereichernd und so auch prägend für das weitere Leben. Also ich bin mehrmals in den Genuss gekommen, so etwas, mhm, zu machen. Und dafür bin ich sehr dankbar und auch sehr demütig deswegen. Und dann habe ich versucht, das auch auf einer CD festzuhalten als Übungsanleitung, wie man dorthin gelangen kann. Also wie das funktioniert. Ja. Das gibt es bestimmte Hilfsmittel dazu, wie das leichter geht, ja, wie das geht. Ja. Und die Hilfsmittel? Verrate ich gerne alles, was ich darüber weiß. Gerne. Ja. Ja. Vielleicht vorher noch, was ist das überhaupt für ein Zustand und dann, wie kommt man dorthin, genau, oder wie ist das hilfreich? Also wie ich das selbst zum ersten Mal bewusst erlebt habe, wusste ich überhaupt nicht, was mit mir passiert. Und ich habe dann nachher recherchiert und gelesen und bin draufgekommen, ich bin nicht der einzige Mensch, der das erlebt hat. Und dann ist mir nach und nach klar geworden, was hatte ich da für eine Erfahrung gemacht. Mhm. Also im Wesentlichen ist das ein Zustand, in erster Linie mal, wo man tief entspannt ist. Und als Auswirkung davon bedeutet das, dass man überhaupt keinen Körper mehr spürt. Mhm. Also es ist so, dass unter der Haut gibt es überall auf dem ganzen Körper Rezeptoren, und die melden über unser Nervensystem an unser Gehirn. Und deswegen nehmen wir uns wahr, haben wir ein, mhm, Körpergefühl, wissen wir, wo das Knie ist und wo der Rücken ist und so weiter. Wenn wir aber einschlafen, dann wird diese Funktion abgeschalten vom Gehirn, von unserem Thalamus im Gehirn. Und das bedeutet, wir sind in einem Zustand, wo man sich nicht mehr spürt. Also wenn man schläft, ist das absolut okay. Wenn man dabei aber noch wach ist, dann ist das für manche Menschen schon ziemlich eine sehr profunde Erfahrung, mhm, weil die meisten Menschen identifizieren sich mit dem Körper sehr. Und da ist man in einem Zustand, wo man weiß, ich bin da, es gibt mich, ich kann klar denken, aber ich spüre überhaupt keinen Körper. Also eigentlich eine sehr profunde Erfahrung. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass all das, was mit dem Körper zu tun hat, auch abgeschalten ist. Zum Beispiel, man spürt keine Schwerkraft, man spürt keine Schmerzen, sofern man hat. Ja. Mhm. Es ist alles weg. Ich empfehle dann immer, wenn jemand in so einem Zustand ist, das Allerwichtigste ist, nicht zu paniken deswegen, ja, weil üblicherweise ist der Körper noch da. Ja. Mhm. Man kann das auch nachprüfen, man kann versuchen, ein paar Finger zu bewegen, und dann spürt man sich sofort wieder. Ja. Aber wenn man in dem Zustand ist, empfehle ich das nicht zu tun. Viel besser ist, man genießt das, weil das ist ganz fantastisch. Ja. Und wie kamst du damals in diese Situation rein, in dieses Gefühl? Ich hatte das damals erlebt in Indien bei einem Meditationsretreat. Ich hatte eine ganze Woche lang, die für mich sehr zermürbend war, sehr unangenehm, alte Dinge kamen hoch, alte Muster, und wurde sehr viel gelöst, auch sehr schmerzhaft. Aber nach einer Woche war ich da durch, offenbar, und dann bin ich noch ein paar Tage geblieben, und dann sind solche Dinge ein paar Mal passiert. Mhm. Und weiter früh, also früher davor, ungefähr 10 Jahre davor, ist mir das auch ein paar Mal passiert, und zwar zweimal genau,
Das ist unvermutet passiert, ohne dass ich da irgendwie das nachvollziehen konnte. Ich bin von meiner Wohnung zur U-Bahn gegangen in Wien. Mhm. Und das ist ein 5 Minuten Fußmarsch gewesen damals. Und auf einmal war ich in so einem Zustand vollkommener Glückseligkeit. Ich wusste nicht, wo das herkommt, hatte ein paar Minuten angedauert und war dann wieder weg. Ja, also das war auch etwas Ähnliches wie das, was ich dann in Indien erlebt habe. Ja. Ist ja eigentlich auch schön, die Vorstellung, dass wir so einen Funke mal bekommen, um uns vielleicht auch wieder daran zu erinnern, dass es das gibt und uns dann auf den Weg zu machen. Weil war dieses Ereignis vor der S-Bahn vielleicht auch der Beginn von deinen Reisen oder war das schon davor und danach? Da war ich schon mittendrin. Okay. Ja. Mhm. Da war ich ein bisschen über 30 und habe mich schon 15 Jahre davor beschäftigt. Wie kam es überhaupt, dass du so früh damit angefangen hast? Denn die meisten kommen ja erst später drauf. Also viele beginnen damit, wenn es eine Krise gibt im Leben oder einen Unfall oder irgend so etwas. Mich hat das fast immer schon interessiert. Also nach der Kindheit, nach der Pubertät habe ich damit eigentlich begonnen, so einen spirituellen Weg zu gehen und habe begonnen zu meditieren und Bücher in diese Richtung zu lesen und so weiter. Ja. Also das war immer in mir, das offenbar der Teil meiner Inkarnation hier, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Und das hat mich auch immer interessiert, das hat mich sehr angezogen. Ja, vom Thema her, du machst ja wirklich diese verschiedenen Frequenzen und auch Meditationen. Oder, sind es Meditationen? Ja, oder angeleitete Meditationen, und, ja. Dadurch hast du ja natürlich auch eine große Streuung, weil ja, wenn viele Menschen dann in diese Schwingungsanhebung kommen oder eben diese Nullpunkterfahrung machen, kann ich mir vorstellen, dass es auch von der Energie her ganz gut ist jetzt so in der Zeit, wo eh so ein bisschen die Schwingung sich verändert, oder? Ja, also vermutlich dürfte das meine Rolle sein, so etwas zur Verfügung zu stellen als Werkzeuge für andere Menschen, damit man in die eigene Kraft kommt, damit man das eigene Bewusstsein anheben kann, damit man besser erkennen kann, wer ist man überhaupt, wieso ist man hierher gekommen, was soll man mit diesem Leben tun, was ist meine Aufgabe jetzt. Und das bekommt man mehr und mehr, also in so einer Nullpunkterfahrung. Also Antworten auf diese Fragen. Also kommen da auch Antworten? Da kommen auch Antworten. Nicht immer, manches Mal schon, manches Mal nicht. Da habe ich keine Gesetzmäßigkeit herausgefunden. Ich gehe davon aus, dass das kommen soll, was gerade in der Zeit passt, ja, für einem selbst. Dann könnte ich das ja eigentlich auch nutzen, wenn ich in Fragen im Leben habe und mache dann so eine Meditation. Eine Nullpunkterfahrungsmeditation, genau. Ein wunderbares Mittel dafür, ja. Das wäre jetzt echt mal spannend. Hast du da Erfahrung oder gibt es da Leute, die dir erzählen? Ich mache das regelmäßig in meinen Seminaren mit den Menschen. Also meistens in längeren Retreats, wenn das eine Woche dauert und so, dann kommt irgendwann am dritten, vierten Tag die Nullpunkterfahrungsmeditation, weil das ist eine sehr tiefgehende Meditation und oft braucht es ein paar Tage Vorbereitung, dass man so runterkommt, seine eigene emotionale und kognitive Sachen alles in Balance bringt und dann ist man reifer, um sowas zu machen. So, und man kann das natürlich auch sofort machen, ja, aus dem täglichen Stress heraus, aber es funktioniert dann oft nicht. Also es ist schon gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. Ja. Und da erzählen dann manche Menschen wirklich ganz intensive Erfahrungen oder von Erfahrungen. Und ich empfehle dann auch immer, diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, gleich schriftlich festzuhalten. Das habe ich auch gemacht, damals in Indien, wo ich ein paar Mal so eine Erfahrung machen durfte. Und diese Zeilen, die ich damals geschrieben habe, die lese ich heute noch immer wieder mal. Und ich bekomme immer wieder mal Impulse auch daraus, wenn ich das lese. Also, das wäre sehr hilfreich. Weil man im Leben immer an unterschiedlichen Stellen ist und dann wieder was anderes. Genau, anders interpretiert, aber das anderes herauslesen kann, ja. Ja, aber vielleicht zurück zu dieser Nullpunkterfahrung. Was sind so die Zustände? Also, das erste ist, das habe ich schon erklärt, man spürt keinen Körper. Das zweite ist, man ist vollkommen in der Gedankenstille. Und das ist eigentlich die schwierigste Übung, nicht mehr zu denken. Das ist für einen untrainierten Geist eigentlich nicht zu schaffen. Aber da hilft uns unsere Neuromusik.
weil durch diese Neuroeffekte, die hier eingebaut sind, wird das Gehirn synchronisiert und wird das Gehirn in eine Tiefschlafphase geführt. Wenn man das hier sehen kann, hier sind diese Gehirnfrequenzen aufgezeichnet und die rote Linie entspricht der Einschlafgrenze, alles was darüber ist, ist ein Wachzustand und ganz unten die Delta-Phase ist die Tiefschlafphase. Und mit diesen binauralen Beats, das sind Neuroeffekte in unserer Musik, kann man sehr gut steuern, wo möchte man hin. Und da, bei dieser Musik, der Nullpunkterfahrung, wird das Gehirn auf 3 Hertz geführt. Mhm. Also auf 3 Hertz runter, das ist mitten im Tiefschlaf. Da ist nicht mehr viel los im Gehirn. Und darum ist dieser Zustand nicht mehr zu denken, auch sehr leicht zu erreichen. Mit dieser Neurotechnik. Für diese CD haben wir, glaube ich, 2 Jahre lang entwickelt. Da haben wir alles Mögliche ausprobiert. Ja. Wie ist der Zustand mit 0,1 Hertz, mit 0,2 Hertz, mit halbem Hertz, 1 Hertz und so weiter. Und das war immer so, ich hab das am Nachmittag immer ausprobiert auf der Couch. Mhm. Ja. Dann so ein MP3 gemacht und dann ja, versuchen wir mit 0,1, 0,2 Hertz. Und da war es dann so, dass ich nicht mehr wirklich wach geworden bin den ganzen Tag. Also das war besser. Ich bin gleich dann ins Bett gegangen und habe über die Nacht wieder geschlafen. Und am nächsten Tag war ich dann wieder super frisch. Das heißt, den Tag hast vergessen können mit so niedrigen Differenzfrequenzen. Erst bei 3 Hertz hat sich das dann gedreht. Okay. Deswegen haben wir bei 3 Hertz dann auch diese Schwelle gesetzt bei dieser CD. Bei 3 Hertz wirst du in die Tiefschlafphase geführt, aber du wirst nach einer Stunde, kommst wieder raus, wirst du wieder geweckt und dann hat man das Gefühl, jetzt bin ich total regeneriert, bin total erfrischt und habe wieder Kraft, etwas zu tun an diesem Tag. Und da haben wir viele Rückmeldungen auch schon bekommen von Menschen, die das gemacht haben. Die haben gesagt, man fühlt sich, als hätte man 3 Stunden geschlafen. Mhm. Also ich bin jetzt super gut regeneriert. Aber alles, was unter 3 Hertz war, da bleibst du am besten schlafen. Ja. Und das hat uns sehr geholfen, auch für die Schlaf-CD. Die ist gerade in Produktion, die wird demnächst erscheinen. Da wird das Gehirn eben auch in eine Tiefschlafphase geführt und bleibt da unten, sodass man die ganze Nacht durchschlafen kann mit dieser Technik. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Also wenn ich nochmal wiederhole, man spürt keinen Körper in diesem Zustand. Man spürt, man hat keine Gedanken in diesem Zustand. Und eins ist auch noch sehr interessant, man hat keine Zeitempfindung in diesem Zustand. Also es ist oft so, wenn ich mit Gruppen so Meditationen mache und ich frage sie hinterher, was habt ihr für ein Gefühl, wie lange hat das gedauert? Dann kommen manchmal so Meldungen, sagen, ja, 15 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und in Wahrheit hatten wir 40 Minuten. Mhm. Also die Zeitwahrnehmung ist an der Einschlafgrenze schon ganz anders. Ja. Ja? Und in der Tiefschlafphase, irgendwann, die hört komplett auf in so einem Nullpunkt. Und deswegen ist das einerlei, ob das eine Sekunde dauert oder eine Ewigkeit. Es macht nichts, ja, weil die Zeit gibt's ja nicht. Und der nächste, der vierte Punkt von dieser Nullpunkterfahrung, die vierte Eigenschaft ist, es gibt auch keine Probleme in diesem Zustand. Mhm. Weil die Probleme kommen immer durchs Nachdenken und mit der Zeit. Ja, man denkt über Probleme in der Zukunft nach, macht sich Sorgen oder über irgendetwas aus der Vergangenheit, was nicht angenehm war. Und das passiert eben auch nicht. Ich bin in einer total problemfreien Zone in diesem Zustand. Und das Fünfte, was dann passiert ist, der Körper beginnt sofort, sich zu regenerieren. Das heißt, Heilprozesse beginnen sofort. Mhm. Weil nichts mehr los ist, der Körper regeneriert total. Darum ist man nachher auch sehr erfrischt, wenn man so etwas gemacht hat. Und der letzte Punkt ist, der vorletzte, man wird geflutet von einem Gefühl von Glückseligkeit. Und das ist auch der Grund, warum man das machen soll, weil das so fantastisch ist. Also so habe ich das noch nie irgendwo erlebt. So ein Gefühl von innerer Verbundenheit, von Geborgenheit und von umfassendem Glücksgefühl. Also das ist so etwas Fantastisches. Ich habe es eh schon gesagt, Menschen, die das erlebt haben, das vergisst man nicht. Ja. Das ist so etwas Wundervolles. Ja. Und der letzte Punkt, der passiert eben manchmal, man bekommt hin und wieder Informationen dazu, was soll ich jetzt machen in meinem Leben, wie löse ich dieses Problem oder wie geht's weiter und so weiter. Ja. Also das passiert manchmal, ist bei mir auch passiert, damals, wie ich in Indien war, die Geschichte da mit vor der S-Bahn, ja, da hatte ich keine Informationen, da war ich einfach nur glücklich und wusste nicht warum. Und was war in Indien, wie war da deine Nullpunkterfahrung? Also die kam aus dem Nichts heraus. Mhm. Ich war dort im Ashram, habe dort meditiert, schon eine ganze Woche lang. Und
bin dann durch meine ganzen Prozesse gegangen, habe die irgendwie erlöst und war dann total befreit und habe aber dort weiter meditiert, war dann noch ein paar Tage und da ist es ein paar Mal so gekommen. Und eine dieser Impulse, die da gekommen sind, ist, dass ich anfangen soll, Meditations-CDs und Entspannungsmusik zu produzieren. Mhm. Ich war damals immer auf der Suche nach einer guten Musik zum Meditieren und da kam der Impuls, das zu machen. Jetzt in der Rückschau, nach so vielen Jahren, war das irgendwie logisch, ja, so sieht man das, aber damals, ich stand an einem Punkt im Leben, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll, was ich anfangen soll. Und das war ein ganz entscheidender Impuls. Und gerade die Musik, die wir da verwenden, die ist das Zentrum von allem, was wir machen, in allen Ausbildungen, in allen Seminaren, auch in den Firmen, unternehmensbezogenen Projekten, spielt diese Musik eine ganz großartige Rolle. Was für Ausbildungen kann man da machen in Verbindung mit der Musik? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also das, was da am profundesten ist, ist die Entspannungstrainerausbildung, wo man lernt, andere Menschen so entspannte Zustände zu führen. Man lernt auch Entspannungen anzuleiten. Aber natürlich setzt man sich auch mit Stress und mit Burnout-Prävention und Resilienz auseinander. Und es ist auch gleichzeitig ein spiritueller Weg, diese Ausbildung. Mhm. Also die Fragen, wer bin ich, wieso bin ich hier, was ist der Zweck meines Lebens, was macht mich glücklich? Also diesen Fragen gehen wir da ganz intensiv nach. Mhm. Und natürlich in der Entspannungstrainerausbildung machen wir auch so eine Nullpunkt-Erfahrung. Also als Übung, wir machen das ein paar Mal angeleitet, aber diese Nullpunkterfahrung ist dann auch ein Sprungbrett für andere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel eine Rückführung oder ein Sprung in eine bestimmte Traumebene oder eine außerkörperliche Erfahrung oder sogar eine Nahtoderfahrung kann man aus so einer Nullpunkterfahrung heraus generieren. Also kann ich es eigentlich ein bisschen alternativ zu Substanzen nehmen, die mich da reinbringen? Also ja. Ich nehme an, ich habe keine Erfahrung mit Substanzen, aber vermutlich schon. Ja, so wie es sich anhört. Also ich habe jetzt auch keine Erfahrung, aber die jetzt so beschreiben, wenn sie mal irgendwas gemacht haben in der Richtung, geht so von der, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das auch selber können. Ja. Und wir aber dann mit einem gewissen Bewusstseins oder eben durch die Frequenzen in einen Zustand kommen, wo man vielleicht dann irgendwelche anderen Mittel dafür gebraucht hätte. Wo man auf jeden Fall ein verändertes Bewusstsein hat oder das Gefühl, ein erweitertes Bewusstsein zu haben. Du hattest auch von Rückerinnerung gesprochen mal in einem Vorgespräch. Was in Bezug auf die Nullpunkterfahrung? Was gibt's da? Was für eine Rückerinnerung? Also vom Konzept her ist es ja so, also jeder Mensch versteht das natürlich anders, aber wir werden hier geboren, führen unser Leben und sterben. Was davor und was danach ist, das bleibt uns ja mal auf den ersten Blick verborgen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir nicht solche Erinnerungen in uns tragen. Und im täglichen Leben, das so schnelllebig ist und wir so viel denken, dann kommt das oft zu kurz, dass wir uns besinnen, wer wir eigentlich sind, wozu wir hergekommen sind. Und in so einer Nullpunkterfahrung kann es sein, dass wir uns rückerinnern, wer wir eigentlich sind, zu welchem Zweck wir hierher gekommen sind, was wir hier tun sollen, was die Lernfelder sind und auch was wir nach dem Leben machen werden. Ja, wo geht's dann weiter? Ja, also es ist eine Episode von diesem Leben. Und da kann sein, dass wir hier ein umfassendes Verständnis bekommen in so einer Nullpunkterfahrung dazu. Es ist auch so, dass es Teil ist dieser Nullpunkterfahrung. Also das ist jetzt eine Methode, um dorthin zu kommen, dass man sich vollkommen loslässt und sich hingibt, dieser höheren Instanz in uns selbst. Also nicht irgendein Gott, den man da jetzt anbeten soll, sondern man gibt sich auf, man gibt sich hin einer höheren Intelligenz, die in sich selbst ruht, wenn man möchte, in dem göttlichen Funken, der in uns selbst sozusagen auch weilt oder den wir innehaben. Und je mehr wir uns hingeben können, je mehr wir uns da aufgeben können, auch unser Ego aufgeben können, umso mehr können wir geflutet werden von dieser Intelligenz, von dieser großen Weisheit, auch von diesem Seelenfrieden, von dieser umfassenden Glückseligkeit. Und umso mehr können wir uns auch erinnern, wer wir eigentlich sind. Mhm. An die Vergangenheit und auch erinnern an die Zukunft, was wir dann machen werden in weiterer Folge in unserem Leben.
Und das Erinnern an die Zukunft, das könnte ich ja dann auch zum Manifestieren nehmen, oder? Genau. Kann ich dann so eine Nullpunkterfahrung auch nutzen, um Dinge in mein Leben zu ziehen? Oder machen wir darüber eine eigene Sendung? Oder? Ah. Dazu machen wir eine eigene Sendung. Okay. Das ist fast besser. Ja. Die Nullpunkterfahrung, die macht man eher passiv. Ja, mhm. Ich erlebe das und schaue, was mit mir passiert, bin in dieser Glückseligkeit und vielleicht bekomme ich Informationen. Um etwas ins Leben zu ziehen, bedarf es bewusster Aktionen, zum Beispiel Magie anwenden. Und das würde ich nicht in einer Nullpunkterfahrung machen, weil sonst ist man nicht mehr im Nullpunkt. Sonst ist man weil im man konstruktiven da denken Tun. Muss. Genau, ja. 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 Okay. Also es sind zwei verschiedene Sachen, die beide wunderbar sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir ja Energie sind, Frequenzen, man sagt ja hier 95% oder so, sind wir ja nichts. Man weiß ja gar nicht, was es überhaupt ist, aber das scheint dann ja schon Einfluss zu haben auf uns. Und wenn ich jetzt in so einer Glückseligkeit bin, könnte ich mir auch vorstellen, dass in diesem Zustand dann wirklich auch Psyche, Körper ein Stück weit gereinigt, geheilt werden. Ich habe ja auch manchmal Interviews, wo es heißt, Parasiten gehen eigentlich auch nur gern in den Körper, wenn man viel Wut, Angst, Energie hat. Während wenn man in eine Liebesschwingung kommt, packen die das gar nicht. Genau. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da einfach auch so eine Reinigung machen könnte, oder? Genau. Oder gibt es Menschen, die dir berichten, wie es ihnen nach einer Nullpunkterfahrung ergangen also ist im Leben? Also ganz viel, ja. Also einerseits berichten viele Menschen, sie fühlen sich wundervoll regeneriert. Mhm. Also als hätte man 3 Stunden geschlafen. Das entspricht eigentlich 2 Tiefschlafzyklen. Das so ein Gefühl haben die. Wobei unsere Audioproduktion nur 52 Minuten dauert. Aber man hat das Gefühl. Und dann gibt es Menschen, die halt auch genau solche Dinge erzählt haben. Mhm. Sie haben sich wunderbar glücklich gefühlt und sie haben Impulse bekommen für ihr eigenes Leben oder sie haben ein umfassenderes Verständnis von ihrem eigenen Sein, von ihrem eigenen Lebenszweck. Wer bin ich eigentlich? Und dann gibt es auch ein paar Menschen, die kenne ich. Also ich weiß ja nicht, wer bei uns diese CDs kauft und was die dann machen, aber hin und wieder kriegen wir Rückmeldungen. Und von einer kenne ich, Sie hat gesagt, sie macht das 2-mal am Tag. Ja. Einmal vor dem Aufstehen und einmal am Abend beim Einschlafen. Mhm. Und für sie waren das ungemeine Entwicklungsschritte, die sie gemacht hat. Ja. Also sich dabei anzuvertrauen, dieser höheren Instanz in uns und sich dabei führen zu lassen, das löst praktisch die meisten Probleme, die man hat. Ja. Also sich dem Vertrauen auch hinzugeben und dann fügt sich das alles üblicherweise auf wunderbare Art und Weise. Und dazu haben wir schon oft Rückmeldungen gekriegt. Schön, super. Ja, spannendes Thema. Kann man sich da noch ein bisschen drüber einlesen oder informieren? Oder? Ja, natürlich, auf unserer Gibt's Website. Eine Nullpunkt-Ausbildung? Ja, in der Entspannungstrainerausbildung machen wir sehr viel zu dem Thema. Okay. Und auf unserer Website kann man natürlich schauen. Die CD heißt Zero Point Adventure. Also Zero Point Adventure, Nullpunkt-Erfahrung, könnte man sagen, ja. Und die gibt's rein als Musik-CD, die da auch eben hinunterführt auf diese 3-Hertz-Tiefschlafphase. Und gibt's auch angeleitet von mir, die dann wirklich in einen Nullpunkt münden soll, diese angeleitete Meditation. Mhm. Also Zero Point Adventure. Und die Website heißt neurotunes.com. Super. Ja. Vielen Dank, Karl. Ich probiere das mal aus. Mal gucken, was da Viel so Spaß alles dabei. Passiert. Ja. Ja. Muss mir dann berichten. Ja, mache ich. Ja. Vielen Dank und bis bald. Und nächstes Mal, wenn du kommst, würde ich gerne das Thema Magie. Sehr gern. Das ist bestimmt auch sehr spannend. Also bis bald. Danke, Corinna. Liebe Zuschauer, ja, Nullpunkterfahrung ist jetzt auf jeden Fall mal auf der Agenda als nächstes. Und ich bin gespannt, ob Sie auch die ein oder andere Erfahrung noch machen werden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Schöne Zeit. Bis bald und tschüss.